Heute vlogge ich mal wieder. Es ist Montag und es ist so kalt. Kaum zu glauben. Ja, es ist jetzt so ein bisschen nach 9. Ich habe mir gerade schon die Haare gewaschen und alles so fertig gemacht. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet und an den Bergen geschneit. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen wärmer. Ich erfriere hier so halb. Deswegen habe ich nur so eine Trainerjacke schnell übergeworfen. Es wird aber. Ich kann Sonne sehen. Ja, jetzt gehe ich erstmal was ausdrucken, was ich in mein Tagebuch noch kleben möchte. Und dann mache ich mich wahrscheinlich fertig und fahre gleich. Hast du Hunger? Rex, komm. Ja, jetzt habe ich mich verloren. Rex, komm. Ich habe Sonne gesehen. Finde ich jetzt schon wieder voll krass. Ja, auf jeden Fall erledige ich jetzt schnell Mission 1. Ich das mit der Stadt. Denn es erledigt sich nicht von alleine. Ich bin immer noch nicht motiviert. Ich hoffe ja, dass ich jetzt gleich aufwache, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Und Leute, es ist wärmer als man denkt. Ich hatte die Jacke offen beim Fahren. Und ich bin jetzt voller Gras. Hatten gerade Mäharbeiten. Ich war übrigens ziemlich erfolgreich. Wie man sehen kann. Ich zeige euch dann gleich, was das geworden ist. Aber erstmal muss ich hoffen, dass die Tür offen ist. Denn Kathi hat keinen Schlüssel mit. Also, es wurde einmal eine Leselampe, haben sie aber schon schön eingepackt. Den da, der erkennt mich mittlerweile. Und ich finde immer die Bäckchen, die sie machen, sind so schön. Ich habe so eine rote genommen. Ich fand, man soll ein bisschen auffallend sein. Dann habe ich mir gekauft, eigentlich wollte ich es gar nicht, aber egal. Finde mich jetzt von Katinka Engel. Hat mich jetzt schon so angesprochen, als ich in der Lesenacht war. Der Auftakt einer romantischen und gefühlvollen Reihe mit Suchtfaktor. Oh, es ist eine Reihe. Ups, egal. Und dann noch das, das ich abholen musste. Und zwar ist dies Zerschunden von Zirkus. Das ist ein True Crime Thriller, der eine Trilogie ist. Und das ist der erste Band. Letzte Woche hieß es nämlich eigentlich noch, den kriegen sie im Moment nicht. Aber anscheinend hatten sie ihn jetzt doch. Mittlerweile habe ich gegessen und es ist ein bisschen nach 1 Uhr. Ich habe mir jetzt auch Ohrringe reingesteckt. Ja. Und jetzt sitze ich hier auf dem Boden mit einer Bettdecke in meinem Bastelzimmer und knuddle mich ein, denn ich habe gerade mega kalte Füße vor alledem. Ich glaube, es kommt auf jeden Fall noch Regen. Vorhin hat es auch schon ein bisschen getröpfelt. Und deswegen dachte ich mir, ich kann ja hier ein bisschen sitzen, mein Buch zu Ende lesen. Denn ich gehe erst um 3 zu meiner Tante. 18.15 Uhr. Also 15 Minuten nach 6. Und ich bin wieder da. Ich habe vorhin nicht gekonnt filmen, weil ich voll im Stress war. Durch das Lesen habe ich nämlich nicht mehr kapiert, wie spät es ist. Und meine Mom hat mich dann irgendwann angerufen und gefragt, wo ich bin. Ja. So geht das bei uns in diesem großen Haus, wenn ich hier oben bin. Wenn ich so ein bisschen drauf bin, nicht wundern. Ich hatte nämlich Kaffee plus 2x Hugo. Und beide sind Kombi. Auf jeden Fall bin ich ultra voll gefressen. Wir hatten nämlich so viel Stück Kuchen. Es gab Tiramisu, es gab dann noch einen Schokokuchen mit mega viel Sahne. Dann gab es noch so eine andere Schnitte, wo ich bis jetzt noch nicht sagen kann, was das dann nun eigentlich war.
Dann gab es noch einen Spitzbuben. Und dann gab es noch Windbeutel. Und danach gab es noch Brötchen. Oh, ich bin so dick und rund. Kommt mir so vor. Aber ich werde nachher noch ein bisschen gehen wahrscheinlich. Also ein paar Schritte. Vielleicht sogar mit dem Hund mal gucken. Allein gehe ich ja nicht mit Rex. Ja, und ich habe das Buch nicht mehr geschafft zu Ende zu lesen, aber ich drehe jetzt gleich mal für meine Instagram-Seite ein Leseupdate und nehme euch einfach mal mit. Ja, das ist hell genug. Na, Fenster aufmachen. Mache ich ja wieder mal. Alles schattendicht und gehe runter. Das, meine liebe Freunde, ist der Mond. Der scheint genau in mein Gesicht, Alter. Es ist Schlafenszeit, es ist schon 23:30 Uhr. Ich bin eigentlich schon lange voll müde. Ich habe mir noch eine Decke mitgenommen. Ich schlafe ja in meinem Bastelzimmer. Ich habe die Decke eigentlich hier schon mal in groß, aber egal. Weil ich fühle mich heute so mega schlecht, weil ich keines meiner Workouts gemacht habe. Ich mache nämlich immer Seilspringen, so für 20 Minuten, beziehungsweise auch manchmal nur 10. Und die 20 Minuten teile ich auch immer auf 10 und 10 auf. Dann fahre ich eigentlich immer auch Fahrrad, mindestens 20 Minuten, sei es draußen oder eben auf dem Heimtrainer. Und dann mache ich immer noch so Übungen von der App raus. Aber heute habe ich gar nichts gemacht. Doch, das Fahrradfahren kann man eigentlich zählen. Ach ja, und ich bin auch zu Fuß gegangen. Ich bin zu meiner Tante zu Fuß. Das ist schon ein Stückchen. Und dann bin ich auch noch nachher mit meiner Mutter einfach so eine Runde gelaufen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall umziehen und dann schlafen gehen. Ohne heute ein Workout gemacht zu haben. Ja. Wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Und vielleicht hat dir der Vlog ja auch gefallen, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Nächste Woche kommen meine Geburtstagsgeschenke. Ciao.